Ja, moin zusammen, hey und herzlich willkommen zurück im Enchanted Kingdom. Das ist das erste Kapitel und ja, wir kämpfen uns durch. Nun, was haben wir denn hier? Also, da sollen noch diese drei Dinger bestimmen. Es muss noch einen anderen Weg geben. Was? Wieso denn? Aber die gehören doch, etwas fehlt. Ja, das sind doch die, das sind definitiv die roten Runen. Kannst du mir noch nicht erzählen? Etwas fehlt. Was denn sonst noch? Hä? Okay, die sind es nicht. 3 von 3, gut. Kamen die doch da draußen dran, oder was? Warte mal, wir können hier erstmal ran. Geht das? Das geht auch nicht. Hallo? Kommen die doch hier hin, oder was? Ah, ja. Oh, okay. Moment, warte, was soll ich tun? Finde und wähle die Reihenfolge der roten Runen aus, die dir ausgewählt werden müssen mit anderen. Wenn der Zähler zeigt, wie viele Vierer-Kombinationen du gefunden hast. 0 von 3. Okay. Gut, in Ordnung. Das hier scheint mir recht selten zu sein. Also das hier. Da, da und da. Okay, cool. Hier haben wir jetzt zwei, eins, zwei. Müssen die direkt nebeneinander sein oder ist es okay, wenn die. Nee, das war's wohl nicht. Was? Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Frechheit. Okay, also. Die müssen scheinbar direkt nebeneinander sein. Aber dann bleibt hier jetzt nicht so viel übrig, ne? Nee, guck mal, das ist so. Eins, zwei. Okay, vielleicht habe ich hier schon drei, vier. Nee, es geht. Okay. Eins von drei. Okay, jetzt der da. Ich halte es mal wieder mit dem hier, weil irgendwie sehe ich den schneller. Okay, also da ist der, da ist der, da ist der. So. Okay, vielen Dank. Hier haben wir vier von denen. Der da, der da, der da. Nee, der ist es nicht. Hier ist der nicht. Okay. Da, da, da. Ja. So. Okay. Wow. Cool, krass. Löse das Brunnen-Minispiel. Ja, ich freue mich auch. Ist, ja, klar. Wieso nicht? Hallo, wer bist du denn? Oh nein, was. You're a healer from the Medical Imperium. Ah, du bist I'm es. Orephia. I am Ah. one of Floriana's dryads. Marcus experimented on me. He was trying to discover why dryads are immune to magic. Uh-oh. Okay, geht's dir gut? Ist alles okay? He planned to make his allies immune to magic. Then the Imperial sorcerers would be powerless against them. Thankfully, he didn't succeed, but many of my sisters paid with their lives. Ach du liebe Zeit. Oh meine Güte. Oh meine Güte. There is nothing you can do to heal me. I must go to the heart of the forest to heal. Please, free me. Ja, unbedingt. Ja, auf jeden. Was haben diese dunklen Magier getan? Ich muss helfen und ihrer Schwester. Ja, auf jeden Fall. Okay, mal gucken. Das. Nee, der Zauberspruch hat die. Ich brauche eine Magic-Lösung. Okay. Was? Was passt in diese Öffnung? Ich sag mal nix. Okay. Aber hier haben wir erstmal ein Artefakt. Das da? Ja. Gut. Hier vorne, da liegt was rum. Auf keinen Fall, ich werde meine Finger da nicht reinstecken. Ingwer, Knoblauch. Ich bin nicht sicher, ob ich die Törtchen alle gefunden habe, aber ich finde es witzig, dass es da. Ne, 4 von 14 garantiert nicht. Aber ich finde es klasse, dass das funktioniert. So, ein Magnet. Na, siehst du, da haben wir wieder einen. Okay. Oh, den muss ich mit dem Seil verbinden. Okay, gut, das hat funktioniert. Wunderbar. Ich nehme aber mal an, das funktioniert hier nicht. Doch, das funktioniert. Nein, das funktioniert hier nicht. Okay, es muss eine bessere Lösung geben. Ja, ist gut. So, hier fehlt etwas. Ein paar Seiten. Haben sie abgezuppelt? Eins von drei. Alles klar. So, da oben. Oh nein, schon wieder was Festgerostetes. Gut. Das und das und. Oh nein, es ist putt.
Nein, auch nicht. Schraubenschlüssel und ein Griff. Ich bin gleich wieder da. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Aber warte, ich muss hier eben nochmal durchgucken. Hier ist noch was. Das sollte ich lieber erst desinfizieren. Ja, ich brauche etwas, um diese Schrauben loszuschrauben. Natürlich, sehr gerne. Das hat geklappt. Andersrum, ihr Honks, andersrum. So, ein Skalpell und die Runensteine. Das gefällt mir gut. Ich bin gleich wieder da, ja? Mach dir keine Gedanken, ich komme gleich zurück. So, also erstmal können wir das hier jetzt losschneiden. Törtchen! Du hast dein Törtchen gegessen. Ja. Schön. Der Schleifstein, der sollte mir noch nützlich sein. Und eine Angel. Oh, warte mal. Mit der Angel komme ich da zufällig hier ran? Nein, das funktioniert leider nicht. Okay. Aber hier im See okay, es blubbert, aber sonst nichts. So, jetzt müsste ich doch hier dran kommen, ne? Ja, das geht. Okay. Können wir das mal auf schwierig lösen? Okay. So. Bewege die Runensteine in die Aussparung mit dem passenden Symbol. Wähle einen Runenstein aus und dann eine leere Aussparung. Sehr gerne. Da kommt der Mond hinein. Hier kommt die Tröte hinein. Okay, das geht schon mal. Warte mal, kann ich die tauschen? Nicht so leicht, ne? Warte mal, wie mache ich es dann am sinnvollsten? So. Nee, falsch. Da kommt das P hinein. So, dann habe ich den schon mal am Platz. Das H schon mal am Platz. Was kam hier nochmal hin? Die Tröte. Okay, dann lass mich die doch erstmal tauschen. So. Okay. Na siehste. Yeah! Ein Zettel. Meine Versuche, eine Kreatur zu erschaffen, die resistent gegen alles ist, ist fehlgeschlagen. Alle sind fehlgeschlagen, außer einer. Ein Heiler namens... Was, ich? Moi? Was? Eine Versuch, eine Kreatur... Moi? Das erklärt so eigenes. Aber wenn Markus denkt, dass ich ihm gehöre, weil er mich erschaffen hat, dann habe ich schlechte Neuigkeiten für ihn. Ja... Okay. Toll, toll. Was war hier nochmal? Ah ja, irgendwas mit Abschneiden, ne? Weiß ich aber nicht. Okay, Moment. Lass uns erstmal hier gucken. Nee, da war nichts. Nee, wo war... Doch, das war hier. Doch, natürlich. Da, guck. So. Sehr gut. Eine Hand. Klar. Eine Hand. Die fünf Finger sind wir leider schon losgeworden. Das ist blöd. Aber was kann denn hier? Pickst du das weg? Nee, tust du nicht. Kannst du hier rum... Wo brauchte ich denn den Magneten nochmal? Ich erinnere mich, dass ich den Magneten brauchte. Aber nicht mehr wo. Da? Oh. Okay, schon gut. Pfahl. Mhm. Es gibt hier also auch Vampire. Nein. Hoppla, Herzchen. Was ist denn das für eine Ansprache? Hallo? Lass mich in Ruhe. Ich glaube, es geht los. Der Schleifstein. Kann ich den damit schneiden? Nee, das brauche ich nicht. Okay. Da drüben war nichts und da weiß ich noch nicht. Nee. Okay, gehen wir erstmal in den Brunnen zurück. Hi, ich habe doch gesagt, ich komme zurück. Zack, zack, zack. Okay, was? Was? Nierenklemme, Herz. Ach du liebe Zeit. Okay, ja, ist gut. Ach du liebe Zeit. Okay. Ich sehe da im Moment noch gar nichts. Noch überhaupt nichts. Hier irgendwo müsste es da. Guck mal, lass uns mal auf die Schriftrolle da fokussieren. Okay, damit kann ich die zur Seite schieben. Ja, schön, aber. Schädel. Ich sehe gar nichts davon. Toll. Ah doch, hier, warte mal. Da ist dieses Ding hier. Da, so. Toll. Naja, immerhin. Nummer 1. Da unten, da ist das Herz. Warte, so. Okay. Cool. Helm.
Und da dieses Grünliche da, was auch immer das sein mag. Nee, noch nicht. Jetzt? Ah ja. Gut. Pff. Klemme? Passt noch nicht. Der Helm. Da ist irgendwie so ein Topf. Und was ist das da? Und da. Ach du liebe Zeit. Oh, hier, guck mal, da haben wir die Flasche. Ach du je. Okay. Gut. Da ist der Topf. Hier. Warte mal, so. Okay. Hier, das hier scheint ein Stück. Das gehört irgendwie zusammen. So. Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Okay. So. Lord Helmchen. Da ist der Helm, da auf der rechten Seite. Warte, so. Gut, passt. Wunderbar. Jetzt sind die Schriftrolle noch übrig. Da ist noch so viel übrig. Irgendwas mit einer Muschel. Ich sehe aber keine Muschel. Hier, da, guck mal, dieses Ding. Das könnte doch das hier sein, oder? Irgendwie so. Nee, noch nicht. Wie passen die beiden denn zusammen? So passen die beiden zusammen. Okay. So. Ah, da ist das Teil. Okay, gut. Ja. Was auch immer das ist. Ja. Hier ist jetzt nichts mehr. Da haben wir noch welche. Okay. Schädelsporen und Spritze. Spritze, das ist keine Schriftrolle, sondern ein Stück von einer Spritze. So. Okay, und Schädel und Sporen. Das heißt, du gehörst zum Schädel? Echt? Bist du sicher? Tatsächlich. So, und jetzt hier die Sporen. Ach, da oben. Da ist es hier. Okay. Danke. So, Magic, Anti-Magic-Staub. Na, Süße, geht doch. Okay, so, und das müsste jetzt auch hierfür funktionieren, ne? Ja, wunderbar. Gut. Honored healer, the dryads will remember your kindness this day, but we must hurry to the heart of the forest. No, kein Ding. Machen wir auf jeden Fall. The plague that you seek to heal will destroy the balance of our world, unless Floriana can stop it. I pray this potion will help you. Okay. Dankeschön, vielen Dank. Hey, du kommst klar? Ist alles in Ordnung? Okay, Feuertrank. Sie ist zu schwach, um mitzuhalten. Ich muss sie davon überzeugen, sich auszuruhen. Okay. Ja, ist gut. Finde einen Weg zum Herzen des Waldes. Klar. So, können wir dann mit dieser Feuerpotion, können wir damit das desinfizieren? Nein, das geht bedauerlicherweise nicht. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Was passt in diese Öffnung? Ich hätte jetzt gesagt die Hand, aber dafür haben wir noch nicht alle Finger. Nö. Nö. Nein, es wird schon die Hand sein, ne? Kann ich denn hier am See? Am See kann ich nichts weitermachen. Hier oben war irgendwas mit Flock? Nee, mit Angel vielleicht? Auch nicht. Der Vogel kann dran rumpicken. Auch nicht. Mann. Mit der Angel kann ich das Ding daraus fischen. Das geht wirklich nicht? Warum geht das nicht? Das ist aber schade. Okay. Feuer. Ich bin ein bisschen ratlos. Merkt man gar nicht, ne? Nö, nix. Naja. Nee. Nichts weiter. Okay. Puh. Kommen wir mit dem Feuer denn hier weiter? Oh, das ist ein Ding. Okay. Okay. Naja, immerhin. Immerhin. Was war das für ein Geräusch? Oh. Infizierter Wald. Ach du liebe Zeit. Und hier soll eine Statue rumstehen. Ja, habe ich gesehen. So, wir sehen uns um, ne? Oh. Okay. Hier kommen zwei Runen hinein. Das stimmt. Hier unten. Ach, da komme ich nur wieder dort. Moment, kommen wir nicht mit der Angel an die Kiste da hinten? Ah, das funktioniert. Sehr gut. Ja, gefällt mir gut. Eine Truhe. Die Truhe aus dem See kommen wir aber noch nicht ran. Oh, dafür brauche ich den Schlüssel.
Gut, ja, ist okay. So, hier liegt. Das sieht aber jetzt auch nicht so lecker aus. Oh, stumpfe Machete. Da weiß ich aber, wo wir hin müssen. Wir gucken uns den Rest auch noch an. Was ist das? Ich weiß, ich werde eine Lösung finden. Nein. Zuerst muss ich den Stein da rausholen. So. Fump. Ah. Sehr gut. Meiner. Okay, so, jetzt kann ich die Hand zusammenbauen und wir sind ja ohnehin quasi auf dem Weg dorthin, ne? Ja, okay, und hier kommen noch zwei runde Steine fehlen. Aha, einer steckt in der Ritze da fest. Was? Welche Ritze denn? Was? Nein, wir brauchen das hier vermutlich als Lösung für da unten, aber. Pff. Okay, und da oben ist auch noch etwas. Ein Vöglihaus. Moment. Da. Piep. Danke. Oh. Ums. Entschuldigung. Ich muss das Glas zerschneiden, aber wie? Wir haben hier eine astreine Steinhand. Nein, das geht nicht. Gut, das ist okay. Moment, halt, habe ich irgendwo wieder irgendwas übersehen? Nein. Sehr gut. Okay, warte, wo war ich? Erstmal hier, die Machete schleifen. Ein paar Mal drüber gewischt und hey, eine glänzende Mache. Aber wie die glänzt. Hallo. Super. So, und jetzt hier unten, da kommt die Hand hinein. Wunderbar. Oh, es werde Feuer. Das nehme ich tatsächlich so mit. Echt? Hand mit Feuer? Ernsthaft? Okay. Und hier kann ich doch bestimmt auch da. Ja, da kann ich auch da rumfummeln. Sehr gut. Super gefunden. Schlüssel. Wenn das mal nicht der Schlüssel für die Kiste ist. Siehst du? Und einer der Steine. Eins von zwei. Kann ich das hier einfach abfackeln? Nee, kann ich bedauerlicherweise nicht. Und hier oben kann ich auch noch nichts machen. Na schön, wir kommen zurück. So, hier, die Machete. Na, jetzt habe ich sie. Die Machete. Kabum. Meins, meins, meins. 27 von 69. Drei Steine, damit komme ich nicht weit. Okay, ein Türklopfer und ein Seil. Ach so, ich brauche jetzt alle beide, ne? Ja, klar. Okay, ein Türklopfer und ein Seil. Hier haben wir nix, 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 nix. Ich glaube, hier hinten sind wir auch fertig, ne? Kann das sein? Ja, nee, nicht ganz. Ja, passt aber nicht. Und da drüben kommen wir scheinbar nicht hin. Das muss das schwarze Schloss sein. Ich nenne auch, ist auch die Höhle des Bösen. Ja, ciao. Okay. Also ein Türklopfer und ein Seil. Moment, das Seil könnte hier hinten reinpassen. So. Wunderbar. Ach, da ist ja das zweite Dingelchen. Gut. Den Türklopfer. Weiß ich noch nicht. Also erstmal hier und dann da und dann so. Was soll ich tun? Verändere die Symbole auf den Sphären, um sie denen auf den Steinen anzupassen. Wähle eine Sphäre aus, um das Symbol zu ändern. Wenn du ein Symbol, können andere beeinflusst werden. Das machen wir mal auf schwer. Also sowas wie hier, genau, das ändern wir zum Schluss. Nee, tun wir nicht. Doch, Moment, so. Nein. Ist das richtig rum? Hoffentlich. So. Ah ja, läuft. Die erste. Das P kommt hier hin. Krass. Okay, das war schon lustig, aber leider, leider nicht ausreichend. Komme ich mit dem Türklopfer hier weiter? Komme ich natürlich nicht. Hand mit Feuer, auch nicht. Vögli, auch nicht. Ist ja dann unangenehm. Was hier alles für Zeug rumliegt, ne? Hier? Ach so, da geht es wieder nur dorthin. Ja, schade. Okay, das heißt, wir müssen das irgendwo hier anwenden können. Aber wo denn? Hier müsste doch so circa alles fertig sein. Ja, außerdem da. Nee. Ich sollte es erst desinfizieren. Ich brauche irgendwie Alkohol oder so, ne? Ja. Aber nicht hier. Okay. Hier bin ich durch. Sollte nicht Feuer desinfizieren können? Okay, ist dieses Feuer geeignet?
Sag nicht, das Feuer ist geeignet. Das Feuer ist geeignet. Das andere Feuer war es nicht. Dieses Feuer ist es sehr wohl. Oh. Was? Führe alle Juwelen in die Aussparung der gleichen Farbe, um das Buch zu öffnen. Wähle die hellen Spielsteine auf dem Spielstein aus, um die Richtung der Juwelen zu ändern. Platziere zuerst das vorderste, so was? Vorderste Juwel und arbeite dich der Reihe nach vor. Was? Ich bin nicht ganz sicher, was hier getan werden muss. Hier ist doch gelb. Gelb, 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 gelb. Okay, das geht so nicht. Okay, also Lilla muss zuerst da rein. Ja, das wird jetzt nicht helfen, ne? Aber wie, okay, so. Und dann hier hin. Irgendwie so. Ist das der... Ich bin nicht ganz sicher, wie es funktioniert. Wenn Lilla jetzt daran vorbeikommt, ist das dann in Ordnung oder was? Ich lasse das hier mal einfach um zu gucken, was passiert. Lilla. Ah, das hat funktioniert. Gut, okay. Gut, blau. Blau ist... ja, wir müssen es ja so machen, ne? Halt, warte mal, ich kann es auch so rum machen und dann hier so rumdrehen und dann hier so. Und wenn ihr jetzt wieder weg seid, dann so. Okay, schade, das ist jetzt die verkehrte Richtung, ne? Weil grün kommt ja direkt als nächstes. Aber dann machen wir dasselbe einfach nochmal. So. Und so. Ja, cool. Grün. Lalalala. Und? Habt ihr am Wochenende was Schönes vor? Okay, so, das hat funktioniert. Jetzt kommst du da runter, ne? Und dann ist rot dran, da kommt das Teil sowieso dran vorbei. Okay. Ding. Sehr gut. Okay, danach ist Turquoise dran. Wir machen es also so. Und das ist vielleicht nicht so geschickt. Warte mal, ich hätte es lieber so. Das bringt uns weiter, weil wir den Gelb leichter hineinbekommen. Okay, das und so. Ne, wir kriegen Gelb nicht leichter hinein. Hahaha, hab mich getäuscht. Sorry. Okay. Ja, ich fürchte, er muss noch eine Runde drehen. Ja, das ist jetzt leider sehr doof. So, das können wir schon mal so hinstellen, das so hinstellen und das so hinstellen und dann haben wir es. Lass dir Zeit, Baby. Lass dir Zeit. Ist alles gut. Die Aufnahme läuft. Kann nichts passieren. Na, siehst du. Hey! Krass! Und da ist ein Kristall drin. Ja, spitze. Hey! Ein Kristall. Solange dieser Kristall nicht zum Desinfizieren geeignet ist, ist er nicht. Tja. Okay, Kristall. Oh, mit dem Kristall können wir vielleicht das Fenster zerschneiden. Das geht tatsächlich. Ja, da hätten wir es auch einhauen können. Ehrlich jetzt mal. Alkohol! Na, das gefällt mir aber gut. Warte mal. So, so und so und so. Siehst du, und ist gleich viel, viel sauberer. Das finde ich spitze. Was ist das denn? Ein Schraubendreher und natürlich Stricknadeln. So, hier ist fertig, ne? Halt, Moment. Nochmal kurz kontrollieren. Ich weiß, wohin wir müssen, ist schon klar. So, magischer Brunnen ist nix, Markus Hütte ist nix und gehe zum dunklen Wald nix und hier nix und da müssen wir hin, ist schon klar. Okay, cool. Genau, hier. So nämlich. Tada, die Brücke ist fertig, wir sollten immer testen. Na, ich weiß ja nicht. Herz des Waldes. Oh nein. Floriana is gone. Someone has kidnapped her. Without Floriana, the forest will die.
You're the healer who is immune to magic. I am your creator. Obey me, or you shall pay for your insolence. It looks like I arrived here just in time. My lion sensed a powerful evil, so we rushed to your aid. Das ist voll gut. Ich danke dir. Healer, you must rescue Floriana. Ja. I'm betting Marcus is holding her prisoner in the Black Castle. It's dangerous, so I recommend you using a disguise. Klar. Take Marcus's cloak and go to the castle. I'll clean up here. Take my lion. He will get you there quickly. Weiß der Löwe das auch? Also, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der Umhang so nützlich ist. Den wird er doch sofort wiedererkennen. Ich bin nicht geeignet, abgeneigt, auf einem Löwen zu reiten. Los geht's. Okay, klar, wieso nicht? Natürlich. Warte, ich habe hier noch was zu tun. Okay, das war aufregend. Was kann ich jetzt hier machen? Keine Ahnung, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal zurück. Da drüben war doch garantiert noch irgendwas. Ach, ich hätte gerne geguckt. Ach, Mann. Ich hätte wirklich gerne geguckt. Warum komme ich nicht zurück? Ich finde... Nein, das finde ich nicht gut. Nee. Weder war jetzt irgendwas Wichtiges, weil wir, ich habe ja nichts machen können. Ich bin da reingegangen und zack, schon war ich hier. Wo finde ich bloß die Kombination? Mit etwas Dünnem. Warte mal, das hier ist dünn. Nein, das ist auch dünn. Das geht. Jawohl, leider ist er dabei kaputt gegangen. Okay, alles klar. So. Moment, hier geht es immer nur dahin zurück. In Ordnung. Liegt hier noch was? Hier liegt gar nichts. Gut, was haben wir da? Jemand hat den Türklopfer entfernt. Ja, jemand erwartet keinen Besuch. Okay, da geht's rein. Wir gucken uns nochmal weiter um. Oh, ich habe nicht genug Kraft, um diese Stangen zu verbiegen. Leider nicht. Oh, das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Warte mal, da kann ich doch jetzt bestimmt irgendwas kaufen. Für 6 wird es doch irgendwas geben. 7, den Adler. Ja, ich nehme den Adler. Okay, ist klar. Sehr gut. Das war eine Verbesserung, wenn ich das mal bemerken darf. Okay. So, hier haben wir noch etwas. Ich könnte etwas davon gebrauchen. Natürlich. Ich sollte hier eine bestimmte Form verwenden. Tja. Ja, es ist wohl richtig. Oh. Und hier muss ich das Passwort finden. Klar. Okay, hier kann ich erstmal nichts weitermachen. Das heißt, wir gehen hier hinein. Who are you? Hallo. Oh, so you're from Medco Imperium, are you? Then I'm the new emperor. Was? Impossible. We haven't seen a healer here for years. The Black Castle is no longer ruled by Marcus. A man named Torin took his place. Some say he escaped from the Talaheri itself. Ja, das stimmt. Ich kenne die Geschichte schon und nun. They hold secret meetings at the castle every evening. A thief from the Fox Guild learned their password. Aha. The sorcerer stole his hippogriff. He went to retrieve it, but no one saw him after that. Maybe you can find him. His name is Malos. Klar, gerne. No one is slyer than the foxes. So if you want a reward, bring me some money and outsmart me at a game. Was? Das will ich auf gar keinen Fall. Was? Wenn ich eine Belohnung will? Ich will keine Belohnung. Ich möchte... dass sie alles wieder in Ordnung bringen. Here's the password to get into the Black Castle. Go now and bring my friend Malos back. Klar. Okay, danke schön. Danke sehr. Jawohl, gefunden, Kombination. Das ist eine besonders aufregende Kombination hier. Okay, aber wir sehen uns erstmal um. Ne? Hier soll es eine Statue geben. Da hinten ist sie. Hier haben wir nichts. Was haben wir da? Da. Oh, guck mal an. Warte, wir. Oh, die mögen den wirklich nicht. Sieht so aus. Ja, ganz genau. Hier ist nochmal. Oh nein, da ist wieder dieses Zeug drauf. Oh nein. Kann ich das hier abwischen? Nein. Natürlich nicht. Messer. So, und hier möchtest du jetzt. Oh, die Karte nehmen wir mit. Was ist das für eine. Ach, Hütchenspieler? Nein, ich verliere gerade jeglichen Respekt vor dir. Hier brauche ich etwas Dünnes. Die Stricknadeln? Die Stricknadeln.
Okay. Kacheln. Jawohl, sehr gut. Ich habe ein Törtchen gegessen. Hm. Perfekt, um etwas zu mischen. Ich brauche einen Flaschenöffner. Hatte ich den nicht schon? Nee, habe ich nicht. Okay. So, hier. Oh, die mögen ihn wirklich nicht. Ich sollte den Dreck entfernen, um zu gucken, ob da etwas Wichtiges versteckt ist. Meins. Was ist das? Das sollte ich mir näher anschauen. Oh, du meinst dieses mit der... Ja, tatsächlich. Und hier wird doch schon eine Lupe dargestellt, so von wegen, dass wir ja nicht auf komische Ideen kommen, ne? So. Tada. Okay. Perfekt, um etwas zu mischen. Was schwebt dir vor? Hm, weiß ich noch nicht. Ich gehe mal zurück, ja? Ich gehe mal zurück und wir hängen hier jetzt die Mega-Kombination dran. Okay, der scheint schon richtig zu sein. Der ist... Oh nein. Okay. Den zum Schluss. Okay, also erstmal den hier. Dann den da. Oh. Das geht mir alles viel zu schnell. Okay. Neue Aufgabe. Schleiche dich in die Versammlung der dunklen Magier. Warte mal, hier unten können wir doch auch ran, ne? Ja, natürlich kommen wir das... Okay, ein Vögli. Vögli, Weizen. Dann drei. Ach, na, schade, das war schon richtig. Das ist ja blöd. Die drei. Und ein Auge. Ja. Tada! Und hier wird gewimmelt. Aber wisst ihr was? Das machen wir erst gleich. Gib mir einen kleinen Augenblick Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Macht's gut!